Ja, und damit sage ich wieder Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Force of Nature. Wir haben ja noch einiges vor. Auch wenn wir beim letzten Mal schon angefangen haben mit den ersten Produktionen, gibt es trotzdem noch genug, was wir zu erledigen haben. Jetzt werden hier gerade unsere Blumen fertig. Das ist schon mal sehr gut, weil dann können wir nämlich gleich unser Bienenhaus bauen. Sockleinen haben wir schon mal durch. Das ist alles, was wir brauchen für unsere Klamotten. Und dann machen wir auch hier gleich den Stoff. Da braucht man 45, sagt meine schlaue Liste. Die geben wir jetzt schon mal in Auftrag, weil dann kann das in aller Ruhe vor sich hin produzieren, während wir dann noch mal auf Tour gehen. So, worum ging es uns jetzt als nächstes? Ich glaube, wir wollten als nächstes tatsächlich das Bienenhaus bauen. Was wir noch gar nicht können, weil wir die Hortensien noch nicht haben. Also müssen wir auch noch die Hortensien anpflanzen. Ein Durchgang sollte uns aber reichen. Sollte trotzdem reichen. Dann schauen wir so lange noch mal, was alles fertig ist. Hier haben wir die Kupferband drin. Die holen wir jetzt gleich mal raus. Hier haben wir die Nägel drin. So, dann haben wir vielleicht noch was in der Küche am Laufen. Nö. Haben wir nicht. Hier lag irgendwo noch der Honig rum. Da schmeißen wir jetzt einmal den Rest dazu. So, da ist das Sacklinen, das können wir hier schon mal dazu knatschen. Seil braucht man auch noch mehr. Aber da müssen wir uns dann erst einmal noch die Palmwedel holen. Ja, es läuft langsam. Den Apfelkuchen packt man schon mal hier rein. Dann macht man die Kupferbahn rein. Unsere Hortensien sind jetzt auch fertig. So, damit sollten wir jetzt eigentlich da hinten unseren dritten Bienenstock bauen können. Das haut schon mal gut hin.
gerade mal schnell schauen. Mit so blöden Fässern wäre schon aufgeräumt, aber die sind halt auch wirklich arschteuer, ne? So, was müssen wir eigentlich jetzt hier noch bauen? Blumentopf. Blumentopf. Fällt das unter Konstruktion oder unter... Der kann nur in Gebäuden gesetzt. Ach so. Dann sollten wir vielleicht aber auch noch ein Gebäude bauen. So ein schicker Schuppen. Wäre dann ja vielleicht gar nicht so schlecht. Und woher kriegt man eigentlich Kleber? Kleber. Am Arbeitstisch kriegt man Kleber. Und was braucht man für Kleber? Honig, Ton und Mehl. Ja, das sollte ja dann machbar sein. Wartet also auch noch einiges auf uns. Aber wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, eigentlich würde ich ja vorher gern Klamotten soweit fertig kriegen, dass wir damit dann auf jeden Fall weiterziehen können. Und dafür fehlt, wo habe ich eigentlich das Fleisch beim letzten Mal? Ich hatte Fleisch. Muss ja Fleisch gehabt haben. Ich muss Fleisch gehabt haben wegen... Wir haben ja schließlich... Irgendwoher auch die ganzen Fälle. Habe ich das jetzt schon aufgegessen, oder? Das ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Habe ich das irgendwo rausgeschmissen, wo ich es nicht hier rausschmeißen soll? Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir machen auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr, weil das braucht man so oder so. Und zwar machen wir mal 10, das wären 30. Dann machen wir 20 Mehl. Das sind 60, das ist knapp die Hälfte. Machen wir 25 Mehl, dann haben wir da noch was am Weizen über. Samen haben wir jetzt erst einmal da hin. Die Nägel waren teuer, die legen wir auch jetzt mal ab. Das Wasser zurück für einmal.
Blumen schmeißt man auch erst einmal weg. Da ist noch Kohle, also wir brauchen auf jeden Fall Holz, Palmwedel und noch eine ganze Menge mehr Felle. Wie weit fehlt es bei den Fällen noch? 77 haben wir. Ich glaube 175 oder so, sagt der schlaue Zettel, braucht man. Von dem her schnappen wir uns unsere Keule. Und dann mache ich mich erst einmal wieder auf in die Prärie. Dann muss man es erstmal wieder durch die Goblins knüppeln. Die freundlicherweise immer weniger Widerstand leisten. Und dann doch auch gerne mal nach dem ersten Schlag umfallen. Okay. Hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Schon kommt ein stabiler. Ich muss auf jeden Fall nochmal dahinter Richtung Strand. Weil da gibt es die Palmwedel, hoffe ich. Könnte ich mich jetzt eigentlich gleich. Eigentlich könnte ich mich gleich so ein bisschen hier durchhacken. Muss nur immer aufpassen, wann die Kerlchen da angelaufen kommen. Aber ich brauche auch Baumstämme und alles. Deswegen schaut es gar nicht, wenn wir hier ein bisschen den direkten Weg nehmen. Ja. Der da wirklich hängt, das ist ja nicht. Den ganzen Weg hocke ich mich jetzt aber nicht bis zum Strand. Zumal wir von den Palmwedeln ja gar nicht mehr so viele brauchen, das war ich. Tatsächlich waren es die Holzstämme. Ich probiere mir gleich mal so einen leckeren Apfelkuchen. Wie weit uns das voranbringt. Wie weit haben wir es denn hier noch? So irgendwie. In 25 Sekunden, wie viel Gesundheit haben wir? Ach, Gesundheit, ich bin so blöd. Ah,
Jetzt habe ich den Apfelkuchen verscherbelt. Verschwendet. Es ist ja alles da, was uns fehlt. Das war dumm. Ah, da gibt's Fell. Wenn es geht, nicht alle gleichzeitig, bitte, danke. Ich will erst kurz den kleinen Goblin weg haben. Hatte der ein Fell dabei, jawohl. Die Bären sind eigentlich immer recht generös. Im Gegensatz zu den Füchsen und Wildschweinen. So, und hier wird es schon wieder finster. Und ich sehe gar nichts mehr. Aber den Bären sehe ich noch. Schon mal wieder 6 Fälle. Das ist jetzt nicht die Riesenausbeute, aber hey. Das sind 6 Fälle. Ich höre was, aber ich sehe fast nichts. Auf YouTube wird man wahrscheinlich gar nichts mehr sehen, wenn es bei mir hier schon so finster ist. Komme hier nicht irgendwie. Hallo? Doch so ein komisches, was ist denn das? Hm, nicht genug dabei. Hätte auch klappen können. Stellen wir uns hier einfach mal so eine Laterne auf. Aber ja gut, jetzt wird es eh schon wieder hell. Genau. Da drüben haben wir genau das, was wir suchen. Nämlich die Palmwedel. Und einen Fuchs, der uns hoffentlich sein Fell spendiert. Jawohl. Sehr zuvorkommend. So, was haben wir denn an Palmwedeln? Ein paar nehmen wir noch mit. Lass mir jetzt hier alle so einsam rumstehen. Du wirst verprügelt. Diese Birken mag ich eigentlich einmal ganz gern. Die sind von der Ausbeute her ganz okay.
Zeit für ein Käffchen zwischendurch. Käffchen und Holzhacken ergibt verstörten Hasen. So, dann schauen wir mal. Also, die Palmwedel sollten auf jeden Fall jetzt reichen. Dann können wir hier nämlich schon mal das Seil produzieren. Ich glaube, so um die 30 braucht man noch. Und die sollten auch locker drin sein. Wir machen jetzt einfach mal 50, dann sind die 100 weg. So, Baumstämme sind jetzt auch wieder einige da. Dann sollte eigentlich jetzt unser Hauptaugenmerk auf dem Fell liegen. Da machen wir uns dann einfach auf die Jagd. Würde ich aber sagen, ich mache jetzt mal ein kurzes Päuschen, bis hier wieder alles regeneriert ist. Und mit der Felljagd machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen und ciao ciao.